Liebe Freunde, nicht erschrecken. Ich bin gerade vor 5 Minuten erst aufgestanden. Ich dachte mir, ich vlogge heute mal meinen Tag. Mal gucken, wie das so läuft. Ich mache mir jetzt erstmal eine Tasse Tee. Und dann schaue ich, dass ich das Gesicht so ein bisschen in den Griff kriege. Aber ich mache jetzt dann nicht großartig Make-up oder so, weil ich gehe nämlich um 10 Uhr zum Sport. Ich habe ein EMS-Training. Ich bin schon gespannt, ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht richtig, was mich erwartet. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass das Training relativ kurz sein soll, was sehr positiv ist. Bevor die Ersten jetzt denken, wow, die geht gleich mal in der Früh als Erste zum Sport. Nein, ich war das letzte Mal beim Sport im Februar. Ja, das ist schon eine Zeit her. Und wir fliegen aber im Januar in die Karibik. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss jetzt da mal wieder ein bisschen anfangen, was zu tun. So, es ist 9.10 Uhr, der Postbote war schon zum zweiten Mal da. Ups. Und mein Termin in dem EMS-Zentrum, wie nennt man das? Studio? EMS-Studio wahrscheinlich, ist erst um 10. Deswegen dachte ich mir, wir packen das hier jetzt mal zusammen aus. Ich freue mich einmal total über die ganzen Pakete. Und es gibt wirklich, wirklich nette Firmen und Agenturen, die mir da immer was zuschicken. Das hier zum Beispiel, da habe ich schon reingeguckt. Das ist von einer Naturkosmetikfirma und die haben mir letztens schon mal einen Badezusatz geschickt und der ist mega geil gewesen. Da habe ich mich bedankt und dann haben sie mir geschrieben, ob sie mir gleich noch was schicken dürfen, was ich super süß finde. Und zwar nennt sich die Firma I Want You Naked. Ich bin richtig neidisch auf den Firmennamen, finde ich mega cool. Und das ist eine ausgleichende Gesichtsseife und da war dazu hier noch eine Seifenablage dabei, die ich super schön finde. Das kommt, glaube ich, einfach direkt so unten bei uns ins Bad. Dann hat mir hier eine schwedische Schuhfirma geschrieben, nennt sich Genie L. Ich verlinke euch die Sachen auch alle in der Infobox. Ob sie meine Schuhgröße haben dürfen, sie würden mir gerne ein Geschenk zukommen lassen. Und da habe ich mir schon gedacht, wow, sehr mutig. Ich fände es super schwer, einfach nur irgendjemand irgendwas aus einem Online-Shop zukommen zu lassen, weil ich mir denke, vielleicht gefällt ihm das gar nicht. Aber die haben tatsächlich sehr gut meinen Geschmack getroffen und haben mir hier einen nudefarbenen Sneaker geschickt, der online sogar gerade im Sale ist. Ich verlinke euch den unten. Und der ist aus echt Leder und gefertigt in Portugal, was ich sehr, sehr schön finde. Last but not least kommt hier mein Lieblingspaket. Ich sehe hier schon den Absender und zwar ist das Bobbi Brown. Ich liebe Bobbi Brown schon seit Jahren. Und ich kann es gar nicht erwarten, ich habe es noch nicht aufgemacht. Wow, das hier sind die neuen Lippenstifte, die Luxe Lipsticks, die in der matten Verpackung sind obviously matt. Das ist kein matter, sondern ein normaler und dann, ja, hier ist der in High Shine. Dann haben wir hier noch eine Lippenpflege. Ich habe sowas immer in meiner Handtasche. Dann ist hier eine Mascara und zwar ist es die Smoky Eye Mascara. Warum fokussiert meine Kamera heute nicht? Die ist noch müde. Dann ist hier ein Concealer und zwar ist es der Instant Full Cover Concealer. Da habe ich auch schon viel drüber gehört, weil der super deckend sein soll. Dann ist das hier, glaube ich, ein Bronzer, wenn ich mich nicht richtig... Genau, das ist ein matter Bronzer. Und dann ist hier noch eins meiner liebsten Produkte drin und zwar ist das ein Shimmer Brick. Das hier ist der in Rose Quartz. Ich habe ja der in Bronze. Den habt ihr wahrscheinlich schon öfter mal auf meinem Instagram oder so gesehen. Den benutze ich jeden Tag. Das ist so ein schönes Produkt. Und das ist jetzt die rosa Variante. Eher als Highlighter gedacht. Oder auch als Lidschatten. Und dann ist das hier einmal die Serum Foundation. Da bin ich auch ganz gespannt. Das ist ja praktisch Skincare und Foundation in einem. Ich hatte ganz lange zu kämpfen mit Neurodermitis und war in der Zeit genau auf der Suche nach sowas. Da gab es das aber noch nicht. Und ich habe damals, da war ich so 18, 19, das ist jetzt auch schon 5 Jahre her. Damals hatte ich ganz stark Neurodermitis hier an meinen Augen, hier am Hals ganz viel und auch oft hier so an den ganz dünnen Stellen hier so um mein Auge rum. Und auch hier unten habe ich jetzt nicht mehr so stark, aber ich habe immer noch viel trockene Haut. Deswegen freue ich mich hier drauf, weil ich glaube, dass das extrem gut ist für genauso sensible Haut, falls ihr mit Neurodermitis oder so zu kämpfen habt. Ich werde es testen und sage euch Bescheid. Das schaut schon mal genau nach meinem Ton aus.
Nude Reality, ein super schönes rosa Nude. Dann, auch toll, Bold Nectar und Semi-Naked, also ein richtiges Nude-Nude. Ich trage jetzt einfach mal einen auf. Schöne Farbe. Und zwar war das jetzt Nude Reality. Gefällt mir. Macht mein Gesicht auch ein bisschen frischer. Das Tolle an denen ist, dass die, vor allem die Matten, die sind matt, aber nicht austrocknend, so wie ich das Gefühl oft bei ganz, ganz vielen matten Lippenstiften habe. Vor allem bei den Liquid Lipsticks finde ich ganz schrecklich, wenn du das Gefühl hast, dir bröseln die Lippen so runter. Genau das soll bei dem eben nicht sein. Der ist matt und es fühlt sich wirklich gut an. Das ist nicht so dieses, das Gefühl, dass du deine Lippen gar nicht mehr aufeinander bewegen kannst. Das habe ich jetzt hier gar nicht. Also es gefällt mir richtig gut. Fühlt sich eigentlich an wie ein normaler Lippenstift, aber ist matt. Und dann habe ich hier noch einen, der ist nicht matt. Kriege ich den jetzt mit einer Hand auf? Yes. Ein richtig schönes, edles Rot. Das ist das Red Velvet. Vielen, vielen Dank, Bobbi Brown. Und natürlich auch an die ganzen anderen Marken, die mir hier Sachen zugeschickt haben. Ich freue mich mega. Die Sachen von Bobbi, vor allem die Lippenstifte, werde ich natürlich testen. Und ich freue mich voll. Ich liebe Bobbi Brown. Meine Tante hat früher bei Bobbi gearbeitet, ganz lange. Und ich bin mit der Marke irgendwie aufgewachsen. So, jetzt bin ich auf dem Weg. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Falls ihr EMS-Erfahrungen habt, auch Langzeiterfahrungen, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich wäre echt neugierig. Ich weiß gar nicht genau, was da jetzt passiert. Eine Arbeitskollegin von mir, die hat mir das empfohlen, weil sie gesagt hat, das war eigentlich richtig lustig. Aus wie eine fertige Tomate. Also das war ohne Witz weitaus anstrengender, als ich gedacht hätte. Und die Einheit hat bloß 15 Minuten gedauert. Boah, ich bin gerade einfach so zittrig. Meine Beine, vor allem in meinem Bauch spüre ich es. Also ganz krass. Hammer. Jetzt holt mich hier meine Mama ab und dann fahren wir zusammen zum Lutz. Meine Mama ist nämlich auch letzte Woche erst umgezogen. Wir brauchen beide noch ein bisschen Deko und Möbelkram. So. Ich habe mich wiederholt. Wir sind jetzt beim XXX Lutz und gucken Sofas an. Meine Mama braucht dringend ein Sofa und wir hätten eigentlich auch gern was Größeres. Also der Christoph hätte gern was Größeres und bearbeitet mich damit seit Wochen. Und jetzt irgendwie habe ich auch das Gefühl, wir brauchen was Größeres. Jetzt gucke ich mir gerade die hier an. Sekunde. Die ist stiltechnisch ähnlich wie unsere jetzt, aber hat halt echt ein gigantisches Teil hier. Das ist so groß wie ein Doppelbett. Der gefällt mir auch gut. Der wäre was für die Galerie oben. Und der ist mega bequem, da kann man sich so hinterlehnen. Darf ich den nicht filmen, Mama? Warum nicht? Es ist Sommer. Es ist schon Oktober, Mutter. Hallo. Und, welcher gefällt dir besser? Der. Gut, dann nehmen wir den. Der hat hier so einen weißen Pickel. Okay, den Pickel wollen wir nicht. Dann nehmen wir den. Der ist doch super. Ja. Wie heißt er? Ernie. Joe. Joe. Ich habe hier wieder was Süßes im Sale gefunden. Ich finde, der wird sich gut in deiner Wohnung machen. Der Nuttenmaler. Was hat der für ein Outfit an? Prostituierte. So, sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde. Ich habe ganz casual ein Nutella-Brot zum Mittag gegessen, wie man das halt so macht, wenn man erwachsen ist. Und dabei habe ich mich angekleckert, deswegen musste ich mich jetzt umziehen. Jetzt habe ich gerade noch Haare und Make-up gemacht und der Christoph und ich, wir waren schon draußen, haben ein Foto für Instagram gemacht. Das blende ich euch hier ein. Und jetzt habe ich noch eine Stunde Zeit, dann kommt eine Freundin zu mir, die Kathi, vielleicht kennt der eine oder andere die schon aus meinem Berlin-Blog, und die hilft mir bei ein paar Arbeitssachen. Und in der Stunde, bis die kommt, habe ich jetzt ein tolles Projekt geplant.
Und zwar habe ich auf Pinterest ein ganz geiles, simples Tutorial gefunden, wie man sich so einen kleinen Fellstuhl selber machen kann. Und zwar ist dieser Hocker hier von Ikea, kostet 3,99 Euro und das Kissen hier ist von Butlers für 30 Euro. Ich verlinke euch die Sachen alle. Und ich habe mir jetzt hier Sprühfarbe in Gold gekauft beim Obi und werde jetzt damit die Füße hier Gold ansprühen. Das machen wir jetzt als erstes. Und dann ist das Ganze eigentlich ganz simpel. Der Deckel kommt hier hinten rein, dann macht man vier Löcher hier rein und schraubt das Ganze hier oben drauf. Mal gucken, ob das so einfach ist, wie es sich auf Pinterest angehört hat. Das Kissen ist übrigens das weichste Kissen, das ich jemals in meinem Leben angegriffen habe. Ich glaube, ich bestelle da noch ein paar mehr für die Couch. So, also Sprühfarbe hat wunderbar funktioniert. Das war super easy. Jetzt schrauben wir das hier nochmal fest. Und dann stecken wir jetzt hier hinten das Teil rein. Das ist jetzt hier drin. Jetzt drehe ich das so. Hier sind vier so kleine Noppen, dass die an den Ecken sind. Und jetzt habe ich hier einfach eine kleine Nagelschere, mit der ich jetzt hier so mini kleine Löcher genau dahin schneide, wo die Dinger zum Verschrauben sind. Und dann kommt es hier so durch. Und das machen wir jetzt bei den anderen vier auch. Und dann können wir das schon verschrauben. Und jetzt schraube ich das praktisch hier einfach nur noch einmal so an. Ganz easy. Ich meine, wie lieb schaut er aus? Und er schaut richtig, richtig teuer aus. Wow, das gefällt mir gut. Der passt ja hier mal wunderbar rein. Und jetzt, wenn wir den kompletten Materialwert zusammenrechnen, kommen wir auf circa 40 Euro. Was natürlich echt ein super Preis ist. Ich habe auf Westwing so kleine Stühle gesehen, die haben alle über 150 gekostet. Jetzt schaut mal bitte, wie süß der hier ausschaut, als kleiner Extrahocker. Das Kissen hat genau die gleiche Farbe wie unsere Küche. Ich finde das so süß für 40 Euro. Also es ist echt richtig cool und den kann man natürlich hinstellen, wo man möchte. Ich habe mir jetzt nur gedacht, dass der hier ganz nett aussehe als Extra oder vielleicht wandert der dann irgendwann mal hoch in die Galerie. Aber das gefällt mir richtig, richtig gut. Ein sehr süßes DIY. Und ja, es ist tatsächlich unglaublich einfach. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Und ich habe jetzt, glaube ich, nicht mal 20 Minuten für alles gebraucht. Das bedeutet, ich habe jetzt sogar noch so viel Zeit, dass ich kurz die ganze Bude saugen kann, bevor meine Freundin kommt. Kinders. Wir haben gearbeitet, den ganzen Nachmittag eigentlich, so bis um 7:30, 8 und dann bin ich jetzt noch in die Stadt gefahren und habe mich noch mit einer anderen Freundin getroffen auf 2 Gläser Wein und jetzt ist es 10. Jetzt bin ich zu Hause und jetzt warte ich gerade auf den Christoph, dass der auch nach Hause kommt und jetzt schnippel ich noch ein bisschen Gemüse und dann machen wir uns einen kleinen Late-Night-Snack. Christoph hat gesagt, er macht uns Wraps, der kann ganz gut kochen. Das ist es dann auch mit meinem Vlog hier gewesen. Ich würde mich über Feedback total freuen, ob euch das überhaupt gefällt oder ob ihr Vlogs eher langweilig findet. Ich sage danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!